Nach der ersten Hochrechnung um 18 Uhr erzielt die Union bei der Bundestagswahl ihr schwächstes Ergebnis seit 1949. Nur eine halbe Stunde später nach der ersten Prognose greift der Präsident des Wirtschaftsrates der CDU, Werner Michael Balsen, bereits Merkel an. Er spricht von einer Negativreaktion der Unionswähler auf die Flüchtlingspolitik. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Balsen, Zitat, die Menschen schätzen ihre stabilisierende Rolle in der großen Politik, aber sie haben erkennbaren Unmut wegen der Flüchtlingspolitik. Deshalb sei das Wahlergebnis für die Union eine klare Enttäuschung. Um eine Jamaika-Regierung zu bilden, müssten die Grünen eine Grundsatzentscheidung treffen. Zitat, sie müssen sich entscheiden, ob sie die Partei von Jürgen Trittin oder von Winfried Kretschmann sein wollen. Nur mit Letzterem könne es gelingen, dass die versprochenen großen Reformen umgesetzt werden könnten. Balsen erwartet von einer möglichen Jamaika-Koalition, Zitat, die große Bildungsreform, deutliche Investitionen in die Infrastruktur und eine aktive Europapolitik. Der Wirtschaftsrat der CDU ist eine wichtige Lobbyorganisation von unionsnahen Unternehmen.